Hallo, mein Name ist David de Brito und ich bin einer der drei Gründer von Terra Mai. Eigentlich nichts, bis auf die Menschen, die mir wichtig sind und ich tatsächlich sehr vermisse. Alles wie Kunst, Gastronomie oder Freizeitangebot ist erreichbar innerhalb von 2 Stunden. Puh. Als Farmer im Alentejo gibt es schon sehr viele Challenges. Eines davon ist der Wüstenbildung und die Knappheit an Wasserressourcen. Aber das können wir schon mit den Maßnahmen und die Art von Agrikultur, nämlich regenerative Agrikultur, die wir hier betreiben auf Terra Mai, kontrollieren oder in dem Sinn verbessern. Was für mich gar nicht gelingt, ist, dass die Politik und die Industrie gar nicht verstehen, dass ohne global und sofortige Maßnahmen der Welt, in dem wir leben, der so wunderbar ist, tatsächlich nicht mehr existieren kann und dass unsere Spezies irgendwann keinen Platz mehr haben wird. Und das sollte sich so schnell wie möglich verändern. Wir sind derzeit schon ein Farm, die man natürlich besuchen kann. Wir machen Tours, wir haben Workshops. Aber was das Hotel anbetrifft, sind wir noch in die Aufbauphase. Sobald wir Gäste haben, glaube ich, dass jeder entscheiden kann, ob sie einfach aktiven Teil der landwirtschaftlichen Aktivitäten sein wollen oder Pferdereiten oder der Alkevon der Region entdecken oder einfach bei sich chillen und diese wunderbaren Orte zu genießen.